Mal wieder soweit. Könnt ihr euch denn noch an das Spiel Unmenschlich erinnern? Buddha Pompeii gegen Mike gezogen! Hallo Buddha! Der hat Angst vor mir. Ich tu dir nichts, Buddha. Kein Ding. Was bist denn du? Geh weg! Na, Das kenn ich aus Dead by Daylight. Pass auf, wir laufen jetzt hier drumherum. Die braucht erstmal kurz Bedenkzeit. Oh, hier ist ein Schrank. Nur sie kann die Tür öffnen. Du musst sie verführen und dich in diesen Schrank verstecken, damit sie... Wenn nicht, dann ist das sehr bedauerlich, weil es war wirklich ein großartiges Videospiel. Und ich habe bei Sepp gesehen, dass dieses Entwicklerstudio tatsächlich ein zweites Spiel namens Silver Soul hat. Leider diesmal ohne deutsche Übersetzung. Die war ja letztes Mal so großartig, wie wir uns da entsinnen. Aber vielleicht ist die englische auch. Ich habe dieses Spiel jetzt gestartet. A, das ist viel zu laut. Und B, habe ich hier keine Ahnung, welchen Knopf es zu drücken gilt. Hier steht auch einfach gar nichts mehr drüber. Wenn ihr so rührt, sieht man nur so Zeichen, aber ansonsten... Oh, ich muss das, was habe ich gemacht? Ah. Das war der Exit-Knopf. Ich wollte eigentlich in die Einstellung. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert, ne? Das sind halt sowas von unterschiedlichen Knöpfen. Das sieht man hier, ne? Hier, das sind unterschiedliche Knöpfe. Ich kann halt ganz schön hier... Also ich drücke jetzt auf das Oberste. Was passiert jetzt? Ah. Okay. Ein... was auch immer. Ein Stein? Jungs, ich kann schon jetzt nicht mehr. Schon jetzt bin ich an diesem Punkt, wo ich mir einfach nur denke, was zum Teufel? Ihr atmet so richtig schlecht ein an mein Mikrofon. So richtig schlecht, man hört das sogar noch. Dann hört man hier, dann sieht man einfach nicht mehr, dass die ganzen Dinger abgerundet sind, was man, glaube ich, bei Unreal Engine sogar per Knopfdruck machen kann. Da sieht sogar gerade Paladins besser aus. Ach so. Natürlich, ich bin auf einem Berg, wo ein Portal ist. Dieses Lust aus. Och nö. Dieses Play ist. Das ist ein Platz. Warum ist da eine Tür? Ja, das frage ich mich auch immer, ne? Okay, also habe ich dann mit dem einen Knopf nur das Intro übersprungen. Sehe ich das jetzt richtig? Ich habe nur das Intro übersprungen, okay. Endlich ist mir gekommen. Ich habe für 5 Jahre gewartet. Ja. Kann ich jetzt mal weiter? Weiß jetzt hier überhaupt nicht. Muss ich jetzt hier wirklich dem Typen die ganze Zeit zuhören? This is the other side of the world and the earth is completely different. Achso, ja, das war. Das kennt man. Wir sind also endlich haben wir es geschafft, Jungs. Endlich sind wir in den USA angekommen. Geht es, hier sind deine Unterhosen immer noch nass. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn das Ding noch deutsche Übersetzung hätte. XCXCC. Ja, CC sehe ich auch so. Kann ich jetzt hier weiter? Ist jetzt die unsichtbare Wand weg? Die unsichtbare Wand ist immer noch da. Oh, ich freue mich, wenn du wieder zu mir zurückkommst. Kann ich... Nein, du sollst ruhig sein und ein bisschen schneller sterben. Du musst deinen Weg finden, du musst nicht sterben. Aha! Ich wollte auch noch so dastehen, wenn mir so ein einfach... Warum ist Taschenlampe auf 10 und was ist das für ein Geräusch? Ja, so hört sich meine Taschenlampe auch immer an. Habe ich eigentlich eine Batterie oder sowas? Aber ich finde, ich freue mich auf jeden Fall, dass der Typ zurückkommen wird. Das ist auf jeden Fall ein süßer. Zumindest sind hier keine Betten mehr drin. Zumindest haben sie nicht mal versucht, das so zu sortieren, dass es der Raumaufteilung einen Sinn macht. Das ist neu dazugekommen. Ja, keine Ahnung, was da steht. Kann ich irgendwas Chinesisch? Wisst ihr, wofür in diesen Momenten gibt es auch Google-Übersetzer, ja? Okay, also ich habe das jetzt übersetzt. Da steht... Finden Sie eine kleine Eisenstange, verstecken Sie sie. Was? Verstecken Sie diese Schlüssel? Sie sind unter einem Vorratsglas. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel ein Vorratsglas ist versteckt. Also irgendwo ist eine Eisenstange und die muss ich jetzt sammeln. Ich krieg ja nur das Kotzen, Jungs. Ich habe gerade alles abgesucht nach einem Vorratsglas. Ich habe so gegoogelt, was zum Teufel ein Vorratsglas ist. Und das ist so ein Glasding. Da habe ich überlegt, warte mal. Ist da vielleicht ein Fass mit gemeint? Und es war ein Fass damit gemeint. Ja, das ist auf jeden Fall ein schickes Vorratsglas, das muss man schon mal sagen.
Also warte mal, ich habe jetzt eine Eisenstange gefunden. Ich habe eine Eisenstange in der Hand gehabt. Ich habe E gedrückt und das Ding ist einfach aufgegangen. Wofür braucht ich jetzt die Eisenstange? Also, mal davon abgesehen, dass dieses Geräusch mal wieder wunderschön ist. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich brauche das nicht. Wahrscheinlich Brechstange, würde ich mal tippen. Sag mir jetzt nicht, das ist die Brechstange. Oh boy, you cut me. Ich habe jetzt. I still have to thank you for helping me out. The road behind is not easy to walk. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, die haben anscheinend gelernt, dass sie nicht alles von dem Blech ist, aber warum war da ein fettes Schwert, was doppelt so groß ist wie ich, womit ich dann hier das Ding einmal kaputt gehauen habe? Sie sind plötzlich Dosen gespawnt, das ist rot und ich soll diesen Typen geschnitten haben. The feeling is all being lost is to too. Ja, das braucht mal jeder mal. Aber du kommst mit Geistern klar. Ich mag halt Geister mehr, wenn sie mir nicht ins Gehör reinrauchen. Ja, ich bin auch schon mal durch. Hör ich dieses Geparde. Mit Chinesisch, das hört sich aber wunderschön an. Ich mag die Sprache an sich schon nicht. Das gibt auf jeden Fall jetzt minus Points. Gibt auf jeden Fall weniger Credit Points in China. Finde ich einfach schön, dass sie immer wieder dieselbe Rüstung haben. Das soll eine Hand sein, ne? Schon schick gemacht. Das soll auch eine Hand sein. Schon schick gemacht. Aber Jungs, es wird jetzt Zeit, einfach wieder zu gehen. Woher kommt eigentlich. Warte, ich will eigentlich gucken, woher kommt eigentlich das rote Licht? Das rote Licht kommt von den Dosen. Ach, das sind leuchtende rote Dosen. Okay, das ist erklärt. Und jetzt sind hier so viele schon Hände. Ach, hier kommen mehr. Mensch. Das ist doch schön, dass hier immer mehr dazukommen, ne? Vielleicht nochmal noch mal auf und zu machen. This blood handprint, how to follow me all the time. How can I. Ja. Oh Mensch, dir geht's bestimmt gut, oder? Ja. Junge, was ist denn hier? Was ist jetzt los? Spawnen eigentlich mehr davon, wenn ich hier warte? Hab keine Ahnung. Jetzt wirklich einfach Bricks von gespawnt, die mich geflogen. Wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob die Entwickler sich jemals so einen Brick auf den Kopf bekommen haben, aber da stehst du nicht mehr auf. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, oh nee, ich will jetzt schon Alkohol. Jungs, nee, ich hab schon keine Lust mehr, nee, bitte. Bring mir ein Alkohol. Nee, Jungs. Nee. Einfach nur nö. Och nö. Nee, komm, hör auf. Ah, Mensch, ich bin wieder in diesem Raum. Oh, geil. Oh, ich habe ein Loot-Spiel gefunden. Ach, der ist da immer noch. Kannst du mal weiterlaufen, bitte? Er sieht mich hier nicht. Ich leuchte ihn hier nur an. Er hat mich gesehen. Weiß nicht, was ich. Ich kann es nicht lesen. Was muss ich machen? Also Jungs, die Übersetzung davon ist groß. Danke Spiel, wirklich. Ich liebe dich einfach dafür, dass du so ein gutes Spiel bist. Kann ich nicht das Schwert von oben nehmen und den einfach wegboxen? Warum geht das nicht? Gib mir das Katana, oder? Wo muss ich hier irgendwas finden? Oder kann ich seinen Kollegen da runterschieben? Hier, komm, warte, pass auf jetzt. Komm, komm mit. Jungs, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist groß. Das sehe ich ganz genauso. Also, okay. Ich habe was Großes in der Hand. Okay, Kollege? So, und jetzt wird der Typ da hart filidiert. Komm her, mein Freund. Den mache ich jetzt kaputt. Hat einwandfrei funktioniert, würde ich sagen. Sag mir jetzt nicht, das Ding habe ich jetzt nur um das Tor zu öffnen, oder? Sag mir jetzt nicht, ich habe eine riesige Axt, die ich nicht mal weiß, wie ich das hochheben kann, um den Tor zu öffnen. Bitte sag mir nicht, dass der Entwickler das gemacht hat. Bitte Entwickler, lass es nicht das sein. Und hier sind einfach mehr Hände gespawnt. Die haben richtig Bock. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Kann ich das mal wieder zumachen? Ja, aber wenn der Typ wiederkommt, dann habe ich noch ein Problem. Bitte nicht, Kollege. Ich bin ganz zarter, ne? Geht das jetzt die ganze Zeit so? Also, Google übersetzt nochmal wieder. Ich möchte ein Artefakt. Sind wir hierbei? Wünscht ihr was? Ich hab ein Artefakt, ich hab eine Axt. Kann ich hier durch? Komm nicht weiter. Kannst du mir weiterhelfen?
Jungs, ich weiß auch nicht mehr weiter, ne? Ich weiß auch nicht mehr weiter, der auch nicht. Was zum Arsch ist jetzt schon wieder? Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Geh weg. Nee, Spiel. Das ist das Artefakt, was das Spiel haben möchte? Ein Disco-Totem? Das leuchtet auch einfach weiter. Ich hab das Ding nicht mehr. Das Ding ist auch weggeploppt und es leuchtet einfach weiter. Das hat ja so noch eine Linie, das geht immer so weiter. Stongs, Jungs. Oh nee, komm, ich will nicht mehr. So, das ist jetzt dein. Das ist ja dein Artefakt. Das Ding glaubt auch so. Ich finde das aber schön, dass es einfach kopiert wurde. Das ist einfach genau das gleiche. Der gute alte Looping-Simulator. Das mache ich zu, der bleibt da. Der bleibt da, wo er ist. Ich skotze. Also, übersetzt hieß was auch immer, das da stand, wo ist die große Kettensäge? Wehe. Wirklich ganz dolle Wehe. Ganz dolle Wehe jetzt. Wehe dir, Spiel. Das Ding ist jetzt da gespawnt. Hier ist Blut gespawnt. Wehe, Spiel. Lass es. Nein. Hör auf. Lass es einfach sein. Nee, komm, wirklich. Ja, groß ist auf jeden Fall gut. Ich habe auch keine Untertitel mehr. Ich weiß nicht, was der da sagt. Das ist einfach Tschü, eine Kettensäge. Mensch, jetzt aus dem Weg. Die Frage ist, wie lange geht denn das Spiel eigentlich noch? Ich will nicht mehr. Ich habe jetzt schon geistigen Schaden. Oh nein. Ja, die dachten sich, der Walking Simulator ist noch nicht groß geschrieben. Da machen wir es einfach. Die dachten sich so, wir müssen es ja auch mal spannend gestalten. Dann machen wir die Decke an der Stelle. Dings machen. Da wie. Usigler Sound.mp3. Ach, alles. Ach, die dachten sich halt, ne? Okay, der Raum ist spannend. Dann drehen wir den einfach einmal. Mensch, das ist aber auch eine Idee. What's going on here? I'm in this, the wall scene is upside down. Wach, was? Oh, Mensch, Jungs, das Portal ist wieder da. Das Portal. Oh, nee, wo komme ich denn da hin? Oder ist das Spiel dann zu Ende? Ich hoffe einfach, dass es ein letzteres ist. So. Übersetzt heißt, was auch immer da stand, Excalibur-Treiber ist benötigt. Hier ist ein Haufen Dosen. Ja. Jungs, ich möchte den Excalibur-Treiber haben. Geht weg, Dosen. Dosen, Hilfe, Alarm! Oh Gott, ich hab die Dosen überwunden. Und jetzt brauche ich den Excalibur-Treiber. Ich habe irgendwas aufgenommen. War das der Excalibur-Treiber? Oder ich schaff das noch drüber. Über den, das ist zwar ein großer Balken, aber ich schaff das. Er hat mir irgendein Kinderfrei gefragt, ob ich irgendwo hier weitergehen möchte. Ja, ich möchte bitte aufhören, dass du mir nicht in Regal ins Gesicht spawnst hier. Warte mal, für den einen Ding brauche ich einen Excalibur-Treiber. Und hier kann ich auch einfach so durchgehen. Okay, tschüss. So. I stay with you and go on. Okay, ich spiele jetzt weiter, gar kein Problem. Oh, here, live your whole life. Oh, Mensch, ein Leben ohne Essen, das will ich auf jeden Fall sehen. If you really want to keep going, take the announcement of the owner of this. Oh, Mensch. Ja, den packe ich ein. Ja, ich packe erstmal Grabstein der letzten Typen. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Umarmst du den Grabstein? Nein, tue ich nicht. Welchen Grabstein? Ich habe noch irgendeinen Grabstein eingepackt. Reicht das jetzt? Ah, jetzt. Das ist einfach ein Schiebetor. Okay. Tschüss. Och nein, es geht noch weiter. Was wäre eigentlich passiert, wenn ich einen Ex... Also fassen wir zusammen. Dieser nette Geist hat mich in einen Supermarkt gespawnt. Ach, ich kann auch einfach gehen. Hat mich in einen Supermarkt gesetzt. Worin keine Straße führt. In eine unglaublich riesige Wüste. Ich denke, da wird nichts passieren. Mit derselben Textur. Wo allerdings trotzdem mehrere LKWs stehen. Und ist das ein Lamborghini? Ich glaube, das ist ein Lamborghini. Da bin ich jetzt gespawnt, Spiel. Das willst du mir jetzt erzählen. Und vor der Tür steht ein Lamborghini. Ja, doch, der Geist ist ja jetzt wirklich human. Das muss ich. Ich will nicht drüber reden. Ich will nicht mehr drüber reden. Ja, ich werde. Also, ja, doch, der ist richtig human. Der will mich umbringen. Geht's euch gut, Autos? Okay. Das lief ja schon mal gut. Jetzt gehen wir in den Supermarkt. Wer zum Arsch ist das jetzt?
Hallo? 你进得去吗？你从这进得去，我就叫你爸爸。Ist das Ruby? Das sieht aus wie Ruby. Ach Mensch, das ist jetzt wieder so ein Verfolgenscheiß, ne? Was? Und was für eine Animation? Die sieht mich und dann kommt einfach dieses Stopp. Und dann sagen sie, okay. Hier sehe ich mich davon aber nicht. Autos, könnt ihr mir vielleicht helfen? Gibt es hier irgendwie mal irgendwie Außenseite oder sowas? Gibt es aber bestimmt noch irgendeinen Eingang, ja? Wenn mir ja schon diese automatischen Ein- und Ausgangsdinger, die mich da blockieren wollen, wirklich weiterhin blockieren, dann wird es auch bestimmt hier irgendwo so einen Eingang geben. Ich tippe mal nach diesem Sound nach, das ist ein Ja. Und ich weiß auch überhaupt nicht, was ich hier eigentlich mache. Ich möchte was essen und dann ist da ein Geist, der mich aufessen möchte und ich sage dazu einfach nichts, dass da eine Frau ist, die plötzlich leuchtet, wenn sie mich sieht. Und ich denke mal auch nur so, jetzt in den Hintereingang gehen. Okay, ich kann nicht in den Hintereingang gehen, weil der abgeschlossen ist, aber. Hälfte. Jungs, nee, ich hab. Ich. Ja, nicht Baguettes essen. Ich kann jetzt hier durch. Kann jetzt hier durchlaufen. Ich habe einfach gerade. Kann ich einfach trotzdem wieder durch? Wirklich jetzt hier. Aus dem Weg, Jungs. Mach mal ein bisschen Platz jetzt hier. Nein, kann ich nicht. Aus dem Milchregal, weg jetzt, weg, 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 weg jetzt. Kann ich auch einfach wieder rausgehen? Kann ich einfach wieder rausgehen? Ich muss zu den Baguettes. Okay, ich gehe zu den Baguettes und Ruby. Ich habe halt keine Ahnung, was ich jetzt hier eigentlich machen soll. Ich weiß nicht, wo zum Teufel ich bin. Ich bin aus einer Bude, bin ich plötzlich in einen Supermarkt gelandet und jetzt will ich was zu essen haben. Wo ich plötzlich von so einer Ruby verfolgt werde. Ich nehme alles zurück, das ist auch keine Ruby. Und ich spawne. Wo zum Arsch bin ich hier gespawnt? Bin bei Melonen gespawnt, okay. Ich glaube, ich muss da rein, oder? Ich gehe da einfach rein. Ich interessiere mich nicht für Clowns. Tut mir leid. Ich soll denn jetzt nicht Toilettenpapier aus dem Supermarkt holen, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich muss jetzt in dieser Bude, wo mich ein Ruby-Clown verfolgt, Toilettenpapier holen. Wollen wir reden aber weiter? Ich bin schon längst weg. Tschüss, schönen Tag noch. So, Jungs, wo ist Toilettenpapier? Was zum Teufel? Das ging jetzt hier schon mal ab. Oh nee, der Clown! Der Clown bin schon verprügelt. Ich rede auch einfach weiter. Der Clown verprügelt mich. Ich bin schon anders gespawnt. Der Clown will mir keine Auskunft geben, wo ich hier Klopapier finden kann. Ich habe Klopapier gefunden, gar kein Problem, Jungs. Ich regel das. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Wirklich, ich. Jetzt ist hier eine unsichtbare Wand. Ich kann nicht hier weiter. Der Typ hat sich ein Klopapier aufgelöst. Das war eigentlich nie mein Plan. Mensch, Clown, habe ich nicht gesagt, du sollst dich so rumspritzen. Keine Ahnung, was passiert ist, aber jetzt möchte die mein Leben, weil ich mein Klopapier nicht bezahlen konnte. Ist eigentlich der Clown noch da? Bin ich jetzt hier in Borderlands 2? Das ist aber die Sirene. Was zum Teufel passiert jetzt hier? Warum brennt jetzt hier alles und explodiert hier alles? Ich habe Fragen. Könnt ihr mal bitte ihren komischen Spell woanders casten oder so? Was ist denn das jetzt auf einmal? Ach, raus komme ich trotzdem nicht. Okay, ich habe verstanden. Do you think I'm a bad person? And... Ja, also. Du sollst mal aufhören, hier alles in die Luft zu sprengen. Das machen kleine Kinder nicht. Ab in den Kindergarten mit dir. Oh, jetzt lauert ihr irgendwas von Gott, dass irgendwer ihren Mann umgebracht hat, um die Kraft des Gottes zu erhalten. Oh, we are people on our world and we had bla 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 bla. Die mussten halt gelandet, mussten auf Gott darauf warten, dass Gott die Power nicht bekommen hat und dann wird irgendwie ihr Mann umgebracht und dann war das Ding durch. Komm ich jetzt wieder zurück, kann ich jetzt auch noch Excaliburs Power einsetzen? Warum spawnen jetzt irgendwelche Ringe um mich drumherum? Was geht jetzt ab? Alarm! Kennt ihr irgendwer Chinesisch, damit ich das auch mal verstehen kann? Ich weiß nicht, was hier labert. Ich würde ganz gerne wissen, was passiert, wenn ich Excaliburs Power einsetze und nicht irgendwelche Schreien umarme. Hallo? Ah! Ich muss E drücken. Jetzt kann. Oh Mensch, jetzt kann ich mir den Text anzeigen lassen. Danke. Also, ich habe das Ding jetzt komplett durchgelesen und ich bewerte es als. Aua! Also, ich kann doch umgucken. Also, irgendwie hat die sich einer Madame anvertraut. Diese Madame hat die hintergangen.
Weil irgendwie der die Planet vollkommen vernichtet wurde von irgendeinem Desaster. Ja, dann haben die halt den Mann von ihr, der irgendwie sehr viel spirituelle Power hat, umgebracht. Plötzlich war dann mit einer Axt, ganz nicht mit einer Axt. Später wurde die Tochter auch mit einer Axt umgebracht, da wurde die halbiert. Jetzt hasst sie die ganzen Menschen, hat irgendeinen Eingang blockiert. Der ist allerdings jetzt trotzdem offen und ich bin jetzt da. Und jetzt will sie mich deswegen umbringen, weil ich jetzt hier bin. So. Oh nein, es geht weiter, ich will nicht mehr. Nee, komm hier auf. Och nö, nee, komm. Also warte mal ganz kurz. Er ist ein ganz normaler Mensch, okay. Er hat Drogen genommen, okay. Dann. Die haben irgendwas rausgefunden, da wurden Leute gefangen, der Typ ist in den Mountains geflüchtet, bla bla bla. Dann ist in eine Höhle gefallen, da war halt am Sterben, hat nichts zu essen und nichts zu trinken gehabt. Der hat sich zu irgendeinem Netzwerk verbunden, hat herausgefunden, wie man da rauskommt, hat aber auch andere People, so andere Personen quasi benachrichtigt, bitte holt mich hier raus. So. Dann kam die Polizei mit Helikoptern und Panzern und anderen Vehikeln, mehr als 100 große Truppen. bla 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 bla. Da hat halt nicht so für euch, bla bla bla, ich werde dir helfen mit der gegen die Madame, ich bringe dich zu Gott. Der will mich jetzt vor euch erzählen, dass die jetzt vor dem Typen so toll. Halt's Maul, die hat jetzt vor der so tolle Angst. Dass die mit Panzern und Helikoptern da anmarschiert sind, um den Typen auszulöschen. Keine Ahnung. Kann ich den Scheiß nicht überspringen? Ich hab keine Lust mehr. Wir wissen, ob da was passiert, aber ich will nicht mehr weiter. Ich soll jetzt helfen, ihre Tochter finden. Sag dir bitte einfach, dass das Spiel hier bis zu Ende ist und dann gut, bitte. Ich hatte genug Spaß für 31 Cent. Das war genug 20 Minuten Spaß. Also, er hat gesagt, nächstes Schritt muss die Tochter finden. Bitte sagt mir Entwickler, da kommt ein zweiter Teil raus. Ich werde das auf jeden Fall spielen. Weil dieses Spiel hier ist einfach. Kann es nicht mal über die Lippen bringen, dann großartig zu sagen. Nee, ich kann ja die Leute nicht belügen. Das ist ein großer Scheiß. Auf was zum Teufel habe ich gerade gespielt?